Hier am Neuen Königlichen Hoftheater, heute besser bekannt als die Semperoper, feierte ich meinen ersten großen Triumph, die Aufführung meines Rienzi. Und da ich seinerzeit noch keinen Taktstock besaß, verhalf ich mir mit einem abgesägten Kochlöffel. Und meine Wunderharfe, wie ich auch die Dresdner Hofkapelle gerne nannte, nahm es mir nicht übel. Und Wilhelmine Schröder-Devrient, die großartigste Künstlerin, der ich jemals begegnete, sang. In einem Gastspiel, in welchem sie im Fidelio mitwirkte, sah ich sie das erste Mal und ward von ihrer menschlich-ekstatischen Leistung zutiefst beeindruckt. Sodass ich ihr einen Brief schrieb, in welchem ich ihr erklärte, dass mein Leben von Stund an eine neue Bedeutung erhalten habe und ich ihr schwörte, dass ich mir in der Kunstwelt einen Namen machen wolle. Als ich 1842 nach Dresden kam, wo ich ein Jahr später zum Kapellmeister avancierte, überraschte sie mich mit der Rezitation eben jenes Briefes, den ich ihr seinerzeit überreichen ließ.